Die Truppen von Arboran. Bereit, die Stadt zu verteidigen. Und wir mittendrin zwischen den Fronten. Ja. Wir sind vor dem Tor von Arboran. Was wird uns hier erwarten? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dragon's Profit. Ich bin's wieder, euer Paddy. Und ja, das letzte Mal hatten wir noch ein paar Quests abgegeben. Hier ist jetzt nochmal, sollen wir nochmal zum Hauptmann gehen? Und den anderen Quest noch abgeben. Das machen wir jetzt erstmal. Mit unseren Drachen. Scheint wohl irgendwie hier unten zu sein, oder? Da unten? Nee. Irgendwo hier dazwischen. Ah, viele Schiffe, die hier sind. Hoppala. Moment, Moment. Ah, nein, wir fliegen in eine ganz falsche Richtung. Moment. Ja, jetzt. Jetzt, die Seite gefällt mir. Okay. Sturzflug, da ist er. Wir müssen runter. Weiter runter, weiter runter. Jawohl. Da ist schon Marlos und die andere. Spezial zu der Isana, da ist sie doch. Wir müssen so schnell wie möglich nach Arboran. Na, noch bin ich nicht bereit, aber gleich. Was ist mit Nishi Instek? Die hat mehrere Quests. Das Z-Wort. Vor einiger Zeit haben die Sharks ihre Streitkräfte von einem Luftschiff abgesetzt und bald darauf das Löwentor Außenposten und die Triumphhalle von Arboran erobert. Ich wurde vom König von Arboran geschickt, um die Sharks aufzuhalten. Aber wie ihr sehen könnt, steht die gesamte Triumphhalle von Arboran unter der Kontrolle des Feindes. So kann unsere Armee nicht voranschreiten. Abenteurer, wenn ihr bereit seid, uns zu helfen, dann beseitigt bitte die verwesenden Zombies in der Gegend. Es sind zu viele von ihnen, aber als dass wir durchsprechen können. Okay, das machen wir. Nächster Quest. Keine Ruhe für die Bösen. Die Verderbnis-Himmelsdrachen kreisen nicht bloß über uns, greifen das Lager bei jeder Gelegenheit an, sondern sie greifen sogar das aus der Luft an. Nee, auch den Feind. Moment, 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 Moment. Sondern sie greifen sogar aus der Luft an. Ist ja klar, wenn wir gegen den Feind kämpfen. Ach so, okay, verstanden. Da uns die Kraft fehlt, sie zu verdrängen, sind all unsere Angriffe umsonst. Wie dem auch sei, eines Berichtes unseres Aufklärungstrupps zufolge verbringen die Verderbnishimmelsdrachen momentan die meiste Zeit auf dem Boden. Miss Amalia, das ist unsere Chance. Ich hoffe, ihr könnt uns dabei helfen, die Verderbnishimmelsdrachen zu töten, damit sie das Lager nicht mehr angreifen und noch weitere Verluste verursachen können. Auch hier werden wir helfen. Und der letzte Quest. Ja. Irgendwas mit Logistik. Logistikprobleme. Hört zu, das Luftschiff der Sharks ist nicht weit von hier gelandet. Auch wenn wir nicht die geeigneten Waffen besitzen, das Schiff zu zerstören, können wir jederzeit die Sharks Luftschifftechniker angreifen, die für die Versorgung und die Wartung zuständig sind. Das ist aber gemein. Sobald sie tot sind, werden die auf dem Luftschiff keine andere Wahl haben als fortzufliegen, da sie keine Vorräte mehr bekommen. Doch wenn wir einen Angriff mit den Kraftdrachen-Kavallerie starten, werden sie bestimmt eine schwere Infanterie aussenden, um sie zu beschützen. Sie können sogar zu einem noch größeren Konflikt führen, also müssen wir behutsam vorgehen. Nur ihr könnt diese Aufgabe erfüllen. Sorgt bitte dafür, dass sie leiden. Wie blutrünstig. Okay, bevor wir die Hauptquest machen, gehen wir hier. Ist aber ganz schön hell, hä? Machen wir hier erstmal alles platt. So, und da geht's schon mal los.
Ein Himmelshammer-Pirat. Machen wir platt. Aber die hier soll man nicht platt machen, sehe ich gerade. Schade. Geh mal weg, die soll ich nicht fertig machen. So, tschüss. Aber hier sollen genug dabei sein. Dann nehmen wir mal schnell... Zack, kommt her. Na, kommt. Na los. Hau, hau euch alle hier. Na, uns greifen sie noch nicht an, aber das sind die, die die Versorgung sichern. Und somit müssten die Luftschiffe dann abhauen. Jetzt zu den verwesenden Zombies. Die sollen hier oben sein. Jawohl, da sehen wir sie schon. Leichenarbeiter. Hier ist aber gut, ne? Also, seht ihr gerade bei der Arbeit. Aber das sollen sie auch noch nicht sein. Ne, wir sind außerhalb. Also doch hier irgendwo. Nee. Ja, wir hauen einfach alle um. Ey, mal durchgerannt. Verwesende Zombies soll man jagen. Aha! Du also. Du siehst aber auch schon eklig aus, ne? Ah, die sind ja sofort weg gewesen. Geht ja mal gar nicht. Da haben wir noch mehr. Ih, geh weg! Böser Zombie. Immer noch viel, viel mehr. Sieht so eklig aus. So. Oi, oi, oi. Da hauen wir euch so um. So, die scheinen wir auch erledigt zu haben. Da sind die bösen Drachen. Im Übrigen ein Drache, den wir nicht bändigen können. Wenn die cool aussehen. Ih, was bist du denn? Zombie-Pamando. Ih, du siehst eklig aus. Geh weg. Ja gut, dann werden wir dich bekämpfen. Rennt der durch uns durch? Kann ich auch. Bitte dich. Zack, kriegst du einen Truff. Truff auf die Nuss. Ey, ich sehe hier nichts mehr, Leute. Erstmal einen Trank nehmen. So, und zack. Ah, den haben wir beseitigt. Scheint der Boss gewesen zu sein. Nicht so schlimm. Wir gehen erstmal weiter. Hier haben wir noch weitere Drachen, die hier alle schlafen. Ah, ihr greift also die Leute an. So seid ihr drauf, hä? Na gut, erstmal... Ja, schon wieder so ein Zombie. Hör auf uns anzuzünden! Was ist da los? Ich brenne. Und daran seid ihr schuld. Oh, die Leiche haben wir jetzt auch weg. Und der letzte Himmelshammer-Drachen, der jetzt noch beseitigt werden soll, zündet mich natürlich wieder mal an. Ich hau jetzt hier ab. Ich brenne immer noch. Glaubt, der Wind ist nicht gut, hä? Doch, jetzt. So, wir müssen jetzt hier wieder hinter. So, einmal runter.
Zack. Das Z-Wort. Danke für eure harte Arbeit, mutige Abenteurer. Danke für eure Hilfe. Können wir endlich weitermachen. Man müsste es bloß abgeben. So. Nichts anderes habe ich von euch erwartet, Mr. Maya. Ich kann die Schreie dieser Drachen noch von hier aus hören. Ich glaube, mit eurer Hilfe werden wir den letzten Sieg erringen. Ja, kommt vielleicht auch darüber, dass über dir auch noch so ein Drache schwebt. Naja. Gut gemacht. Ich vermute, dass das Luftschiff der Sharks bald fort sein und seine Truppen am Boden zurücklassen wird. Wir können noch eine Weile durchhalten, bis Verstärkung eintrifft. Miss Amalia, unsere Späher berichten, dass die untoten und mutierten Drachen von Zombie Pamando gesteuert werden. Ihr kennt ihn sicher nicht. Doch, konnte ich. Ich habe ihn gerade kennengelernt und gekillt. Aber okay. Aber Malos sagte, dass diese Person einst ihm unterstellt war. Sie wurden beide verraten und Zombie Panando wurde in dieses Monstrum verwandelt, während Malos entkommen konnte. Pamando hat seinen Verstand verloren und ist zum Lakai unserer Gegner geworden. Nun, ihr könnt ihn nur noch aufhalten. Bitte helft uns. Great Dragons, be with you. Ach, könnt ihr das von vor uns nicht mitzählen? Muss ich wieder gegen Pamando kämpfen? Wir hatten ihn doch so sehr beseitigt. Ist er das da hinten nochmal? Nee. Wo ist Pamando? Unter uns? Jetzt muss ich mal gucken. Hier soll er sein. Da ist er. Nee, doch nicht. Das war bloß verwesender Zombie. Der mich gleich mal umgehauen hat. Na sagt mal, jetzt ist aber gut hier. Ich will nicht mit euch spielen. Gut. Ich muss zu Pamando. Mich ein bisschen an dem vorbeischlängeln. Er soll aber hier sein. Ah, hi. So. Gleich wieder umgehauen. Ja, glatt wieder umgehauen, sagt mal. Komm jetzt her. Bin noch nicht fertig mit dir. Erstmal wieder ein Trank. So, fliege ich wieder durch dich durch. Böser Pamando. Und wieder wurde er erfolgreich beseitigt. Und wird noch verteidigt. So, ein Standardgesundheitstrank. Eine Schussklinge, aber die braucht man nicht. Gut. Auch den Quest können wir abgeben. So, wieder zurück. Und wieder runter. Danke, Miss Amalia. Ich denke, durch euer Zutun können wir endlich gewinnen. Na, das hoffe ich doch mal. Was denn noch? Schatten über dem Königreich. Miss Amalia, ich bin beeindruckt. Ich habe eine wichtige Aufgabe vorliegen. Und ich glaube, ihr seid am besten dafür geeignet. Der Grund, warum ich mich in den Kampf wagte, war, den Namen meines Vaters reinzuwaschen. Der Fall des Leierschlosses hat den Adligen einen Vorwand gegeben, meinen Vater Silanos Instek zu beschuldigen. Er war Leiers Kommandant. Moment, wir müssen ganz kurz runter. Ja, er war Leiers Kommandant, bis sie unsere Familie aus Aboran verbannt haben. Ich muss mich hier profilieren, damit die Leute, die Probleme verursachen, nicht voreilig handeln. Ich kämpfe vielleicht an der vordersten Front, aber ich mache
Ja, aber ich mache mir auch Sorgen um die Sicherheit von Aboran. Ich habe gehört, dass jemand Schwierigkeiten in der Nähe der Stadt verursacht. Die vielen Verluste in unserer Armee zufolge... Ja, die viele Verluste unserer Armee zufolge haben. Ich vermute, dass das Teil des Plans der Shaks ist. Ihr seid eine vertrauenswürdige Person. Ich hoffe, ihr werdet mir dabei helfen, diese Sache zu untersuchen. Helferlein, sind wir die ganze Zeit. Ich habe Neuigkeiten erhalten, dass der Triumphplatz von Aboran angegriffen wird und Hilfe benötigt. Ich hoffe, ihr könnt den Truppen dort behilflich sein und gleichzeitig herausfinden, ob in der Gegend seltsame Dinge vor sich gehen. Danke, Miss Amalia. Ihr seid unsere Hoffnung. Strength be with you. Ja, so ist es halt, ne? So, müssen wir jetzt schon nach Aboran oder... Naja, fast. Ich glaube, wir geben erstmal die Quest hier noch ab. Marlos, ihr seid Miss Amalia. Ihr lebt... Was ihr lebt? Die Himmelshammer-Leute von Ateikia haben sogar ein symbolisches Begräbnis für die dritte Einheit abgehalten. Venda Citray hat geweint wie ein Baby. Ihr habt mich nicht vergessen, oder? Ich bin der Anführer der 10. Einheit, Marlos, auch bekannt als Eisenbär. Stufe 27, sehr gut, wieder ein Level up. Es ist für mich nicht schwer, einen Mann wie Zabosha zu folgen, aber erinnert ihr euch an Pamando von der 10. Einheit? Sag mir nicht, dass ich jetzt nochmal Pamando killen muss. Pamando, der einst Himmelshammer Ehrenmedaille verliehen bekam? Ja, mein fähigster Mann. Die 10. Einheit hatte den Befehl, den Gesandten Treton zu beschützen. Doch der entpuppte sich als Verräter. Er hat uns alle verraten. Die gesamte 10. Einheit wurde von den Raubplünderern gefangen gehalten. Glücklicherweise konnte Nishi Instek ihn rechtzeitig aufhalten, sodass ich mit einigen meiner Männer entkommen konnte, bevor sie uns in Monster verwandelten. Pamando hatte dieses Glück nicht. Hätte er nicht seine Medaille getragen, ich hätte ihn nicht erkannt. Ich darf nicht zulassen, dass Pamando noch länger die Marionette des Feindes ist. Ich zähle auf euch. Besiegt Zombie Pamando und bringt mir die Himmelshammer Ehrenmedaille, den Stolz der Usaira. Aber wir kriegen ein neues Rüstungsteil. Wenigstens was Positives, nachdem wir ihn jetzt wieder jagen dürfen. Wieder zu Pamando. Da ist er schon. Auf ihn! Zack, da bin ich wieder. Komm her, los. Wir sollen dich wieder jagen, so ist es. Gebe dich deinem Schicksal. Zack. Nein, vergiss es. Du wirst uns nicht beseitigen. Zack und zack. Diesmal leuchtet er lila. Himmelshammer Ehrenmedaille. Und, nee, eine Rüstung brauchen wir nicht. Attributstein brauchen wir jetzt auch nicht. Ist in Ordnung. So, wir haben die Himmelshammer Ehrenmedaille. Und damit werden wir den Quest auch abschließen. Zack. Ja. Das ist Pamandos Himmelshammer Ehrenmedaille. Großer Krieger, Ruhe in Frieden, im ewigen Schutz von Morgas, dem Schöpfer. Oh, wir haben was Schönes bekommen. Jetzt gucke ich mir das gleich mal an. Wo sieht's denn aus? Wo ist es denn? Da. Oh, was sehr, sehr Gutes. Aha, eine neue Rüstung. Sieht aus wie eher ein neuer Umhang. Nee, komplett eine neue Rüstung. Nicht schlecht. Kann man tragen. Okay, wie geht's weiter? Ich habe schlechte Neuigkeiten, Miss Amalia. Miltis Apollo
ist in eine von Torettons Fallen getappt und ist verschwunden. Brax ist bereits auf dem Weg zum Kavallerielager auf dem Triumphplatz von Aboran, um die Lage einzuschätzen. Trefft euch sofort dort mit ihm. Tja, Triumphplatz, aber wir müssen mit, ja, Isana los. So, Isana. Isana? Isana, ich bin bereit. Lass uns gehen. Ja? Schon ist sie weg. Warte auf mich! Isana! Schon gleich wieder am Kloppen hier, die Frau. Ich glaube, Isana hat ein leichtes Aggressionsproblem. Wo ist sie denn hin? Isana? Wo gehst du denn hin? Das ist die falsche Richtung. Lass doch die armen Leute in Ruhe. So. Geh weg. Das sind nur Zombies. Lass die Zombies in Ruhe, Isana. Wir gehen gleich mal auf die stille Treppe. So, weiter geht's. Jetzt geht sie schon wieder weiter. Ich glaube, ich helfe. Wir holen mir mal Hilfe hier. Ah, da greift sie schon direkt den nächsten an. Können wir jetzt weitergehen? Hier wird weiter angegriffen. Hoppala, hat es uns direkt umgehauen. Sind wir überhaupt auf den richtigen Weg? Ah, hier geht's weiter. Die sind noch nicht mal aggressiv, aber werden von ihr angegriffen. So, weiter geht's. Du weißt schon, dass da hinten der Boss ist. Oh, und die nächsten. Erstmal hier aufräumen. Ah, schon wieder umgehauen. Da ist der nächste. Zack, wieder alle umgehauen. Na, was machst du? Was mischst du denn dich ein, hä? Oh, geht direkt weiter. Naja, ja, ja. Kann man aber machen. Müsste ich jetzt hier noch jemand ein? Wieder beseitigt. Geht's schon weiter. Na, den haben wir schnell beseitigt. So, was gibt's Neues? Geht immer noch weiter. Na komm. So, weiter mit dem Spaziergang. Da ist der nächste. Sammelt man aber gute Erfahrung, ne? So, die nächsten, die Ärger wollen. Aua!
So, weg ist er. Wir müssen hier weiter. Dem wir ja alles umgehauen haben, was uns in den Weg kam. So, eieieiei, heute ruckelt das wieder. Ja, ein Spaziergang mit Isana ist doch nicht so ganz ohne, ja? Hoppala! Haut uns einmal wieder um hier. Ah, gut. So kommen wir immer näher. Aber trotzdem werden die Gegner nicht weniger. Oh, natürlich muss sie das größte Vieh wieder ankloppen, das sie hier finden kann. Ah, das bringt uns gleich mal hier zum Lacken hier alles. Was ist da los? Wo ist denn die Sahne hin? Ach, hier unten schon. Schön. So, beseitigt, kann weitergehen. Der ist auch weg. Ja. Ey, komm, du willst nicht, dass wir den ganzen Platz hier leer räumen, oder? Zack. Natürlich, wir rennen mitten rein. Ja, jetzt geht weiter. Okay, noch weiter. Ah, diese Drachen sehen auch geil aus, oder? Renne ich schon wieder. Zack. Geh weiter. Aber sofort. Alter Falter, was wartet denn hier auf uns? Geile Sache. Die Truppen von Arboran. Bereit, die Stadt zu verteidigen. Und wir mittendrin zwischen den Fronten. Ja. Wir sind vor dem Tor von Arboran. Was wird uns hier erwarten? Ich bin schon ganz gespannt und ganz aufgeregt. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid, weil hier erwartet uns Großes, meine Freunde, wirklich Großes. Ich verabschiede mich, sag bis zum nächsten Mal, euer Paddy und ciao.